Was machst du schon wieder für Scheiße? Da, schau mal! Was zur Hölle, Lukas? Guten Morgen, Boss. Das ist Tim, der dir eine Flasche Schmierl in den Popo steckt. Was? Ja, das sehe ich. Aber warum? Ich fand's lustig. Halt die Flasche. Das verwirrt mich, Boss. Da, schau mal, ich habe auch eins von Fritz der Phantom gemacht. Ich hab gesagt, halt die Goschen. Haha, das sieht ihm sogar ähnlich, Lukas. Das werde ich ihm schicken. Klar, ich habe eins von dir gemacht. Du treibst es mit einem Bügeleisen. Erinnerst du dich? Ja, du erinnerst dich. Das ist kein Witz. Das ist wirklich passiert, Boss. Deswegen ist das ja so lustig. Das hat Lukas damals ziemlich traumatisiert, Boss. Ich weiß. Ich finde das nicht gut, Boss. Das ist gemein. Wieso gemein? Ich darf nur zeichnen, was ich will. Wenn es euch nicht gefällt, dann ignoriert es. Und warum zur Hölle ist dir gerade ein Vogel rausgeflogen, Tim? Das war mein Brieftaubentrick. Ich habe Fritzl die Zeichnung von ihm geschickt. Was? Warum? Der wird denken, dass ich das gemacht habe. Fanpost! Na endlich! Thomas, du Arsch, dafür trete ich dir in die Nudel. Lächerlich. Ich glaube, das meint er ernst, Boss. Natürlich meint er es ernst, aber ich werde mir nichts verbieten lassen. Vor allem nicht von Fritzl, der ist eher ein Arschloch. Aber Thomas, ich habe doch die Zeichnung gemacht. Um das Wehr geht jetzt nicht mehr. Wir dürfen uns nicht unser Recht nehmen lassen, unsere Meinung frei zu äußern, ohne dass uns dabei gleich jemand droht, uns in die Nudel zu treten. Wir müssen sagen dürfen, was wir wollen. Ich finde... Halt die Goschen! Ich weiß nicht, Boss. Fritzl Phantom ist ziemlich unberechenbar. Na und? Ich verarsche euch jeden Tag und... Lukas hat gezeichnet, wie du mir Schmierl in den Arsch steckst. Warum soll Fritzl Phantom deine Ausnahme bleiben? Nur weil er ein unberechenbares Arschloch ist? Los, den Brieftaubentrick. Das schicke ich. Na gut. Liebe Detektive, warum haben wir diese Woche kein ordentliches Suchbild für euch? Weil wir drauf vergessen haben? Ja. Schreibt den Buchstaben auf, wenn ihr wollt. Über Fritzl Phantom lustig. Du Kackbohnen! Du bist ein Kackbohnen! Dieses wunderschöne Gesicht kommt auf kein Blatt Papier der Welt. Und wenn doch, dann komm ich und töte! Was hast du für Komplexe? Halt's Maul! Nimm dich! Verpiss dich! Boss, alles in Ordnung? Das zurückgebliebene Kind und der Drahtventilator? Ich töte euch allen in die Nudeln! Jo! Ich finde, wir sollten... Lukas, halt die Goschen! Nein, ich halte nicht meine Goschen! Was sagst du? Immer sagst du, ich soll die Goschen halten, aber heute nicht. Heute will ich was sagen. Fritzl, die Zeichnung war von mir. Was? Wir alle haben uns schon übereinander lustig gemacht. Thomas, zwar am öftesten, aber darum geht's nicht. Jeder von uns war schon mal dran. Wenn sich jemand beleidigt fühlt, dann wird einfach... zurückbeleidigt und nicht in die Nudel getreten wie ein Feigling. Das verstehst du nicht? Ihr habt meine Ehre beleidigt! Deine Ehre ist aber einen Scheißdreck wert, wenn schon eine Zeichnung reicht, um sie zu verletzen. Du Kack! Wisst ihr was? Ihr habt recht. Es ist absolut... So, liebe Detektive. Wieder mal hat jemand das schwierige Rätsel der letzten Folge geknackt.
Aber unser Drucker ist kaputt, deswegen kriegst du stattdessen hier dieses wunderbare Bild. Und ob wir Fanpost haben oder nicht, sagt uns gleich das behinderte Kind. Wir haben so viel Fanpost gekommen, Thomas. Ja, super, und jetzt hat die Groschen. Ja. Unser erster Brief, Dankeschön, Michi Lackner. Und der fragt uns, kommt am Ende ein Wort raus, wenn alle Folgen geuploadet sind? Was glaubst du? Glaubst du, ich gebe einfach jede Folge irgendeinen scheiß Buchstaben her, ohne dass da irgendwas am Ende rauskommt? Ich meine, ja, vielleicht, aber ja, es wird irgendwann was rauskommen. Schauen wir mal. Wer von euch Idioten hat uns einen Schuh geschickt? Hier ist ein Brief von Corner321. Mhm. Er fragt uns, was ist denn eigentlich ein Steinpilz in einer Frittatensuppe? Das ist genau das, wonach es klingt, liebe Detektive. Grauslich. Und hier schreibt Mr. Anime Freak? Läuft bei euch? Wird es noch mehr von dem GIS-Thema geben? Scheiß auf die GIS, verdammt nochmal. Probotector out. Amateur. Hinter der Rüstung hätten die Wappler den Fernseher nie gefunden. Ja, das hättest du uns vorsagen können. Jetzt bringt's nicht mehr viel. Und wie jedes Mal, vergiss nicht zu liken und subscriben, ja, liebe Detektive. Nicht du. Like halt's Maul, ich rede mit den Detektiven. Ich rede mit den Detektiven. Wem, Thomas? Was? Was, du likest unsere Videos? Du hast doch gesagt, ich soll die Videos liken. Nein, hab ich nicht. Aber mit wem redest du dann? Detektive? Bist du betrunken, Thomas? Ja, na und? Ich. Es wäre super, wenn ihr. Thomas? Ein bisschen subscribed und so. Das geht nicht. Ja.